Hallo und herzlich willkommen zu der, ja, ich muss es leider sagen, hoffentlich letzten Aufnahme von Tony Hawk's Underground. Wieso hoffentlich? Das Spiel geht mir ein bisschen auf den Sack und ich bin froh, wenn ich es hinter mir habe. Ich erkläre euch natürlich auch, wieso. Also das Letzte, was ihr mitbekommen habt, ne, war ja, dass ich den Story-Mode geschafft habe, auf normal. War auch alles gut, ich hatte alle Aufgaben erfüllt und mir hat kein Hidden Tape mehr gefehlt, aber noch ein Level in Moskau. Also dieses geheime Icon. Ja, komm, ist gut. Da habe ich ja gesagt, ja, den Rest mache ich jetzt hier offscreen und so, ne? Also sprich auf schwer durchspielen und ich mach mal hier die Option an, also damit keine Demo kommt. Ja, auf schwer durchspielen und die Gaps und so Scheiß, ne? Mach ich alles offscreen und alles und ja, kein Problem. Jo, erstmal habe ich auf schwer angefangen. Und also auf krank. Und krank ist wirklich krank. Das ist echt. Ich habe da echt Schweiß gelassen und Tränen gelassen und Blut gelassen. Aber letztendlich habe ich es dann geschafft. Das Blöde ist nur, während ich in Schwermodus gespielt habe, habe ich meinen alten Spielstand überschrieben. Und das Problem, was ich noch hatte, ist, dass bevor ich den Schwermodus angefangen habe, sprich, ich habe die Aufnahme letztes Mal beendet und habe dann quasi sofort den Schwermodus angefangen. Bevor ich ihn angefangen habe, habe ich nicht gespeichert. Das heißt, alle Aufgaben, die ich geholt hatte, waren für den Arsch. Ich sag mal, das Hidden Tape in Vancouver hatte ich zum Beispiel nicht, das Kiss-Level hatte ich nicht. Es war einfach alles für den Arsch. Das Blöde war halt nur, ich wollte euch die Cheats zeigen, die man freischaltet, wenn man alle Aufgaben bekommt. Aber das ist erstmal ein anderes Thema, ich muss jetzt erstmal weitermachen, ne? Auf jeden Fall, auf krank Stats zu holen ist ein Albtraum, echt. Um zum Beispiel Tempo maximal zu bekommen, muss man eine Kombo von 2 Millionen Punkten machen, dann ist es einfach... Das ist ja nicht nur, dass die Ziele höher sind, die man erreichen muss, nein, zum Beispiel hier die Whale Balance und alles. Die ist auch noch viel empfindlicher, also das ist total krank, wirklich. Wow, da ist der Name wirklich Programm. Ja, die Aufgaben sowieso teilweise, also die letzte Aufgabe war überraschend, ich habe durch meinen dritten Versuch geschafft. Aber teilweise, da, wenn man in New Jersey diese Line da machen muss, ey, quer durch die Stadt, boah, da habe ich, glaube ich, 2 Stunden gebraucht. Also wir haben heute übrigens den 29.10., genau, richtig. Und gestern am Sonntag, ich habe fast den ganzen Tag mit der Scheiße verbracht. Ich habe gestern nur Tony Hawk gespielt, den ganzen Tag fast. Ja, aber ich habe natürlich nicht nur einen Schwermodus gemacht, weil ich habe mir gedacht, okay, du hast dir die Cheats ja eigentlich offiziell freigespielt, ne? Und dann könntest du die ja eigentlich als Hilfestelle für einen schweren Modus benutzen. Da habe ich mir gedacht, scheiße, du hast die Cheats ja gar nicht, weil du ja nicht gespeichert hast. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, du bist jetzt bei schwer fast durch. Ich war wirklich kurz vorm Ende von den Sponsoren-Challenges. Nicht Sponsoren, sondern von diesen Pro-Challenges, wo wenn wir unser eigenes Label erstellen, wo wir dann mit den Pros fahren. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich kannst du das ja eben machen, aber da auf krank alle Aufgaben zu erfüllen, hallo? Nee, das war mir echt zu viel. Also ich habe mir so eine kleine Checkliste aufgeschrieben. Dann habe ich also auf leicht angefangen zu spielen. Und leicht ist nicht leicht, leicht, das kann jeder von euch schaffen, der noch nie einen Controller in der Hand hatte. Weil da gibt es Aufgaben teilweise, da hat man kein Zeitlimit. Und das ist echt so easy. Ich habe das gestern innerhalb von 2,5 bis 3 Stunden durchgeschafft. Komplett. Alle Aufgaben. Im leichten Modus. Und, ja, das Blöde war halt nur, als ich das dann letztendlich fertig gespielt hatte, wirklich alle Aufgaben erfüllt hatte, habe ich gesehen, hey, wieso nur 121 von 129 Aufgaben? Das kann doch gar nicht sein. Ich nochmal alle Level durchgeguckt, alles war durchgestrichen. Ich dann gedacht, okay, vielleicht gibt es auch vielleicht ja weniger Aufgaben als auf schwer. Ich dann nochmal zu schwer rüber gewechselt, da alle Aufgaben gezählt und es war genau die gleiche. Ich weiß nicht, ob es ein Bug vom Spiel ist oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das dann letztendlich auch für den Arsch. Ich dann also wieder zum Schwermodus, hab gedacht, komm ey, die paar Aufgaben schaffst du jetzt auch noch. Die habe ich dann letztendlich auch geschafft. Das war wirklich eine halbe Stunde oder so von den Pro-Challenges bis zum letztendlichen Ende. Nur mir ist sowohl beim leichten als auch beim schweren Spiel aufgefallen. Die Endsequenz oder quasi die Credits kamen schon bevor ich Eric Sparrow letztendlich nochmal besiegt habe um das Tape. Ich habe mir die Endsequenz aber nicht angeguckt. Da ich dann aber nochmal im Internet nachgeschaut habe, habe ich dann gesehen, es gibt 2 Enden. Das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Jedenfalls letztendlich, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht liegt es an leicht, dass ich nicht alle Aufgaben habe. Ich will die Cheats aber trotzdem haben. Und auch schwer packe ich das nicht. Spielst du das nochmal eben auf normal durch. Ich dann auf normal angefangen, 20 bis 30 Minuten gezockt und habe mir eigentlich gedacht, bist du bescheuert, Dennis? Für die Cheats machst du so einen Scheiß. Echt? Du spielst das jetzt mittlerweile dann das 4. Mal durch. Innerhalb von 3 Wochen bis 1 Monat. Da habe ich mir gedacht, nee, komm, fick dich, Spiel. Ist okay. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann aber nochmal entschlossen, weil ich habe es nicht gepackt bekommen mit dem fetten Sack, den ich habe, den werdet ihr auch gleich sehen, bei schwer, das Hidden Tape in Vancouver zu. Und ich habe es einfach nicht geschafft.
also dieses versteckte Level im Tiki war kein Problem. Das in Vancouver war höllisch. Ich habe es nicht geschafft mit dem. Lag auch daran, weil ich die Stats nicht alle voll hatte. Zum Beispiel auch sowas wie Switch, was auch wahrscheinlich gar nicht was unwichtig ist, je nachdem wie ich aufkomme. Deshalb habe ich nochmal den leichten Modus angefangen, weil ich habe irgendwie, ich habe eigentlich darauf geachtet, dass ich den leichten Spielstand, wo ich alle Aufgaben erfüllt habe, nicht überschreibe. Aber der ist trotzdem weg. Ich hatte dann noch zwei Spielstände mit auf dem schweren Modus. Ich dann also nochmal auf leicht angefangen, quasi der fünfte Start oder der sechste Start des Spiels. Auf dieser Memory Card, seitdem ich das letzte Mal angefangen habe. Hab dann bis Profi gespielt, also bis ich Profi war, hab dann alles Stats geholt, das war auch nicht lang, das hat 40 Minuten gedauert oder so, und hab dann das Tape in Vancouver geholt. Auf die gleiche Art und Weise. Mir wurde zwar geschrieben, man kann das skitchen und das da irgendwie holen, aber dafür war ich wohl irgendwie zu blöd. Jo, und weil ich halt gestern den ganzen Tag damit zugebracht habe und mich der schwere Modus sowieso schon echt saumäßige Nerven gekostet hat, ich hab, glaube ich, echt, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich für normalen Modus gebraucht habe mit Sequenzen und so, aber ohne Sequenzen habe ich bestimmt 2 Stunden länger gebraucht. Locker. Und ich habe mir die Aufgabenstellung auch nicht mehr angehört und gar nichts. Ja, und deshalb habe ich keinen Bock, um ehrlich zu sein, jetzt noch die Gaps zu holen. Das tut mir echt leid. Ich habe aber nachgeschaut, was man für die Gaps bekommt. Man bekommt dadurch Skater freigeschaltet. Also man kann damit, also quasi mit den Personen skaten, die man teilweise im Story-Mode trifft. Ich habe eine Liste extra jetzt hier offen. Zum einen gehören dazu Eric Sparrow, unser Kontrahent. Todd the Manager, also unser Manager, ne? Der Neversoft-Chef, also Neversoft ist ja natürlich die das Spiel gemacht haben. Jersey Bum ist, glaube ich, ein Penner in New Jersey, wahrscheinlich Uli der Penner. Ein Quacksüchtigen, ein Drogendealer, ein Firmenarbeiter, ein Sicherheitskerl, ein Straßenkrieger, Headstone Harry, ein Geschäftsmann, einen Polizisten aus Manhattan, ein Bauarbeiter, ein State Trooper, wahrscheinlich so Staats... Ah, wie hieß der Ding? Ja, auf jeden Fall so ein Staatssoldat. Dann ein Schreibtischmitarbeiter vom Hotel. Dann ein Hotelportier, DJ Obert. Das kann sein, dass wir den, glaube ich, in Slam Jammer gesehen haben. Da bin ich mir aber auch nicht mehr so sicher. Ein Filmer, der die ganzen Teams immer gefilmt hat. Dann den Typen, der diesen Laubbläser gefahren ist. Ein Gärtner, ein KGB-Mitglied. Eine Panzerwache. Paul, Peter und Ace von Kiss. Die ganzen Skater hätte ich freigeschaltet, wenn ich alle Gaps geholt hätte. Ich habe da kurz angefangen, da habe ich mir gedacht, nee, ey, Alter, da hast du jetzt auch keinen Bock drauf. Beende das Spiel einfach, dann hast du es hinter dir und du kannst wieder in den Spiegel gucken. Auch wenn mir das nicht gefällt, dass ich das auslasse, wirklich. Aber ich habe da jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Ich hoffe, ihr habt Nachsicht. Ja. Und ich habe auch alle Profi-Videos freigeschaltet. Ich habe jetzt genug Möglichkeit gehabt, die ganze Scheiße durchzuspielen. Also mehrmals. Und ich habe dann halt letztendlich bei diesen Pro-Challenges am Ende, oder kurz vorm Ende, habe ich mir halt dann immer die unterschiedlichen Pros geholt. Die Videos werde ich euch aber auch nicht zeigen, weil, wenn so ein ganzer Part nur aus den Videos besteht, habe ich schon ein bisschen Schiss vor Content-Treffern. Und hier, dieses Immer-Schwer-Video, ne, das habe ich freigeschaltet, weil ich alle Aufgaben erfüllt hatte. Jetzt habe ich es nicht, das ist der Beweis. Das ist scheiße. Ich hätte hier so gern alle Videos. Aber ich weiß, ich habe es geschafft gehabt und deswegen sehe ich das auch so, als hätte ich es mal geschafft gehabt. Gut, ja, als erstes, ich habe jetzt nur eine kleine Liste, die ich abarbeiten werde. Als erstes werde ich euch das alternative Ende zeigen. Story Mode, Story fortsetzen. Da kann ich euch auch mal den Skater zeigen und so ein bisschen so die, wie man die Stats bekommt, ne? Das war ja, also die Stats waren auch bei leicht super easy, also richtig leicht. Da gibt es ja noch einen Schwierigkeitsgrad, der ist noch leichter, der heißt auch super leicht. Das ist wahrscheinlich, du fährst einmal durch und hast alle Aufgaben erfüllt. Auf jeden Fall, bei leicht habe ich die Stats-Punkte einfach so während der Aufgaben gekriegt. Da musste ich mich gar nicht drum bemühen. Jedenfalls, das hier ist mein Skater. Das ist ein Skater, es gibt vorkreierte Skater. Der heißt, glaube ich, das soll, glaube ich, irgendwie so ein Indianer darstellen. Wie großer Rabe oder irgendwie so heißt der Typ. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, war ich zu voll, mir noch einen zu kreieren. Da habe ich mir gedacht, ja komm, der ist groß. Vielleicht kommst du dann gewisse Sachen leichterer ran. Leichter ran als mit so einem kleinen Furz. Meine hässliche Fresse wollte ich auch nicht nochmal darstellen von dem Typen, den ich im Let's Play genommen habe. Aber was soll's. Ja, toll, okay. Gut, ich werde euch mal kurz zeigen, wie man die Stats bekommt. Das ist echt kranker Scheiß. Also es beginnt hier bei R schon mit 30 Fuß. Mit 30 Fuß Transfer. Ich glaube, das ist bei Mittel der 7. Punkt oder so. Und endet mit einem 40.000 Punkte R. Das ist eigentlich auch schon sehr, sehr sportlich. Ich habe das in Hawaii habe ich das geschafft. Auf dem Dach mit diesem komischen Transfer. Bei Spin 1080 Grab. Das habe ich noch nie geschafft, glaube ich.
mit der Mondphysik hätte ich es geschafft. Wenn ich die Cheats hätte, würde ich das schaffen. Kein Problem. Aber ich hab's ja nicht. Und 20 Grabs in einer Combo. Olli haben wir voll. Das war eigentlich relativ okay. Hier, Tempo. 2 Millionen Punkte Combo. Das habe ich auch nicht geschafft. Switch ist auch krass. 70 Trick Combo. Das ist echt sportlich. Aber auch wenn ich wieder die Balance hätte, die perfekte, also die Cheats freigeschaltet hätte, dann wäre es gut gewesen. Ich sage euch gleich mal kurz, welche Cheats man hätte freischalten können. Manual, da habe ich das gar nicht mehr versucht, als seitdem ich Pro war. Ich sag mal, Casper 6 meiner Combo oder ein Half Cap Impossible 6 meiner Combo, das schaffe ich, aber 17 Sekunden Manual ist auch krass. 25 Sekunden Grind ist auch total krass. 40 Flip-Tricks in einer Combo, hallo? Ich habe bei 20 habe ich schon echt geflucht. 90 Fuß hoch, wie das funktionieren soll, weiß ich auch nicht. Und Lip-Tricks habe ich mich auch nicht mehr drum gekümmert. Jedenfalls, ich schätze mal, weil ich bei Switch relativ schlecht bin und bei Tempo vor allem, habe ich das Hidden Tape in Vancouver nicht bekommen können. Zumindest auf meine Art und Weise. Jo, ich muss mal kurz rumscrollen und gucken, welche Cheats man freigeschaltet hätte. Genau, einmal den Kid-Mode. Ich schätze mal, dann wären wir ganz klein gewesen. Roller Skates, was das bedeutet, keine Ahnung. Ob dann das Board weg ist und wir nur auf den Rollen sind. Flame, ich schätze mal, dann hätten wir beim Squine irgendwie so eine Flamme in uns gezogen. Always Special, dass wir immer eine gefühlte Special-Anzeige hätten. Cool Specials, da kommt dann, glaube ich, wie Feuerwerk oder Funken oder so ein Scheiß. Das ist natürlich echt scheiße sortiert hier auf der Internetseite, wo ich gerade bin. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass man die perfekte Whale Balance bekommen kann, die perfekte Skitch Balance, die perfekten Manuals, Lip-Trick glaube ich gar nicht, und Mondphysik, das weiß ich. Also bei Mondphysik, da würden wir einfach 1000 Jahre nach oben fliegen. Ansonsten gab es, glaube ich, nichts mehr. Kann sein, dass ich jetzt hier total falsch liege. Aber was soll's. Ich scroll gerade nochmal hoch, vielleicht finde ich da noch was. Komm. Ja, Mondgravität. Jo, genau, das war eigentlich alles das, was ich gesagt habe. Okay. Auch noch eine kleine Besonderheit. Man kann ja seinen Skater Namen geben und wenn man da bestimmte Namen eingibt, kann man quasi Neversoft-Mitarbeiter sich erstellen lassen. Zum Beispiel bei 1337 kriegt man einen, bei Akira 2S, wenn man die Skater so benennt, dann kriegt man so vorerstellte Charaktere, die Neversoft-Mitarbeiter nachempfunden sind. Jo, jetzt aber endlich das, warum ich eigentlich hier bin. Und zwar kann man sich immer die Option der ganzen Zwischensequenzen ansehen. Und ich habe nämlich gedacht, hier so von wegen, okay, Lost Footage 1 ist das, was wir schon gesehen haben. Da habe ich gesagt, Lost Footage 2, was ist das denn? Ich werde euch das jetzt zeigen. Ich werde diese Sequenz nicht übersetzen, weil das Gesprochene in dieser Sequenz ist das gleiche wie bei Lost Footage 1. Ich will mir die Arbeit einfach ersparen. Aber ich halte jetzt die Fresse und genieße das alternative Ende. Jeez, man. I think we broke the piñata with that video. We can't even keep up with orders. Oh, how cute. Two little skaters and their ghetto shop. Heard your video went over pretty good. I guess kids dig that goofy soul skating crap. I tell you what, I'll buy you out for half a mil right now. I got my checkbook. I told you, it was never about the money. right, I forgot. Mr. Pure, I should have fixed you back in Tampa. Tell it to your posse. We're through. I've got everything I need. Not this. Remember? Hawaii, building jump, helicopter. That was some sick footage. Too bad no one ever saw it. You backstabbing, mob-flipping cockroach. Hey, what do you say? One last trip around the neighborhood. Winner takes the tape. Jo, anstatt dass wir die Herausforderung angenommen haben, haben wir ihn einfach auf die Fresse gehauen und uns das Tape genommen. Finde ich ganz cool. Aber ich habe mich wirklich gewundert, denke so, hä, wie kann das denn sein? Warum müssen wir jetzt nicht mehr den Eric besiegen und so, bla bla. Und dann habe ich gesehen, ja, gut, alles klar, ich weiß jetzt warum. Finde ich eigentlich ganz lustig, auf jeden Fall. Ich glaube, das Ende bekommt man, also laut den Internetsachen, die ich gelesen habe, weil ich hatte nämlich keinen Bock, die Gaps zu suchen. Ich hatte zwar vor, die zuerst zu holen, aber ich hatte keinen Bock, die zu suchen und hätte sie dann mit dem Internet geholt. Aber das hätte ich auch scheiße gefunden. Und das wäre auch einfach so mega zeitintensiv geworden. Jo, und ich glaube, das bekommt man jedenfalls, wenn man... Lass mich nicht lügen, ich glaube, wenn man das zweimal durchgespielt hat. Beim zweiten Mal durchspielen kriegt man dieses Ende, was ihr gerade gesehen habt. Ich war nämlich auch im Internet und habe geguckt, ob man die Sachen, also diese Pedestrian Skaters, sprich, wo man Eric Sparrow und so einen Scheiß fahren kann, dass man die mit dem Cheat freischalten kann. Das geht aber meines Wissens nach nicht. Jo, ich werde jetzt erstmal die Story laden, also einen anderen Spielstand.
Und zwar den, wo ich bis zum Profi gespielt habe, quasi. Da seht ihr Kapitel 19 von 27, da hatte ich keinen Bock drauf. Und, ja, werdet ihr euch dann jetzt hier erstmal ein paar Sachen zeigen. Ich muss gerade meine Checklist hier durchgucken. Ich habe mir hier sogar die Cheats aufgeschrieben, die man freigeschaltet hätte. Ich habe es aber nicht gesehen. Gut, ne? So, jetzt seht ihr auch wieder einen anderen Skater. Das ist auch so ein vorkreierter. Der hatte eigentlich mal eine Kapuze auf. Jetzt hat er einfach nur eine Glatze. Ich spiele gerade auf leicht und ich habe hier ein neues Design. Das Design lehnt sich an den Typen an, den ich freigeschaltet habe, als ich das Spiel auf krank durchgespielt habe. Was auch wirklich krank war. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Genau, ich wollte euch jetzt erstmal den Spielfortschritt zeigen, was wir jetzt bis jetzt alles haben. Oh, Entschuldigung. Also die erfüllten Ziele. Ja, ich habe die ja natürlich beim Let's Play 129 von 129 gehabt. Ich schätze mal, wenn ich das jetzt hier wieder durchspiele, weil bei schwer habe ich auch nur 100 von 129 Zielen. Und ich kann mich erinnern, dass ich bei, als ich das auf Normal durchgespielt habe, mehr als 100 Ziele erfüllt hatte. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist. Keine Ahnung, ob da irgendwie Bugs sind oder was auch immer da sein mag. Jedenfalls, hier habe ich jetzt erst 171 Ziele, aber denkt euch einfach nur die 129 hin. Dann haben wir den Story-Mode in allen drei Kategorien quasi freigeschaltet. Bei diesen beiden Sachen wart ihr dabei. Hier zum Glück nicht. Das hätte das Let's Play sowas von verlängert, ne? Unglaublich. Wir haben alle Hidden Tapes, denke ich doch mal. Ja, genau. Wir haben zwei alte Level freigeschaltet. Das ist in Moskau, fehlt uns noch. Das muss ich auch im Internet nachgucken. Das werden wir jetzt als nächstes machen. Ja, und Gaps habe ich nicht gemacht, wie gesagt. Bei New Jersey habe ich zuerst angefangen, aber da habe ich gesehen, boah, hier fehlen 31 und so. Nee, lass mal stecken. Gut, das heißt, wir können jetzt... Achso, genau, Interface-Logos. Da haben wir nicht alle freigeschaltet, weil ich nicht immer einen anderen, sag schnell, einen anderen Sponsor genommen habe. Weil ich war einfach zu faul. Ich habe immer Birdhouse dann genommen. Jo, gut. Ich sehe gerade, gucken wir uns mal die anderen beiden an, die wir noch freigeschaltet haben. Das von Iron Man. Sieht das aus? Ja, es geht. Und das von Keys. Oh, Halloween-like. Irgendwie so ein bisschen. Ich mag die Rail-Balance-Dingens da. Okay, gut. Dann können wir jetzt weg hier, ne? Ab nach Moskau, um den Scheißer zu holen. Lalalalala. Das war eigentlich, es ist eigentlich relativ offensichtlich, aber ich habe da einfach nicht hingeguckt. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich das nachgucken musste, aber ich hatte gestern keinen Bock mehr, das ganze Level abzusuchen. Ich habe da voll die Hypothesen gehabt, dass ich da irgendwie an so einer Kante entlang klettern muss und dass ich dann irgendwie in so einem Turm hochklettern kann oder so. Aber, also man kann das finden, auf jeden Fall. Es ist leichter zu finden, als das in Hawaii. Auf jeden Fall, definitiv. Weil wie ihr da seht, nein, jetzt seht ihr es natürlich nicht. Gut, Dennis. Ja, dann mal auch. Danke. Danke. Ihr seht, ne, das eine Fenster spiegelt sich und die anderen wiederum nicht. Hm, was das wohl zu bedeuten hat. Gute Frage, Dennis. Nein, man kann da letztendlich durchspringen. Hey, und wie man sieht, kann man jetzt hier hochklettern und... Hey, Tony Hawk's Pro Skater 2. Glückwunsch, du hast ein Oldschool-Level freigespielt. Hangar aus Tony Hawk's Pro Skater 2. Gut. Alles klar, dann habe ich jetzt das, was ich haben wollte. Jetzt sind wir mit dem Story-Mode soweit durch. Oder? Jo. Wären wir, theoretisch. Ich speichere nochmal ab, einfach damit wir es haben. Jetzt habe ich wieder den Schwermodus überschrieben, ich weiß, aber es ist mir gerade egal. Ende. Ja, bitte. Ich werde jetzt Freeskate einfach mal ein bisschen durch die Level fahren mit den neu gewonnenen Charakteren. Und werde einfach mal ein bisschen rumgucken. Ich habe, es sind alles drei Level aus Tony Hawk's Pro Skater 2. Oder? Oh, ja, ist jetzt mal gut hier. So, nehmen wir erstmal den Gene Simmons. Gucken wir erstmal uns die Tricks an, Spezialtricks. Das ist natürlich interessant für uns. Leg it up. Nein, nein, ist okay. Ich will nur... okay, ich merke es mir einfach. Unten rechts Kreis und links rechts. So. Jetzt haben wir ja alles freigeschaltet. Ich werde, glaube ich, mit dem Kiss-Typ erstmal bei... Kiss nochmal vorbeischauen, weil das Level habe ich euch ja ein bisschen im Schnelldurchgang gezeigt. Ich hoffe mal, dass man vom Level aus direkt Level und Charakter wechseln kann. Wäre sonst ein bisschen doof. So, und machen wir erstmal die Special-Anzeige voll, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier natürlich auch wieder gar kein Gap geholt und so, weil das, was ich hier geholt hatte, war dann ja letztendlich für den Arsch. So, guck
Achso, der berührt dann einmal hier. Was hat der denn für ein lustiges Skateboard? Das sehe ich ja jetzt erst. Das sieht lustig aus, echt? Guck, dass man damit fahren kann. Ich spuck Feuer und stampf herum. Ja, die Leute, die man freischaltet, haben alle die besten Stats, die man haben kann. Also alles voll. Hier in diesem Bereich habe ich euch nämlich nicht gezeigt. Aber des Weiteren gibt es da hinten noch eine kleine Freakshow. Was ich ganz interessant finde, dass sie so einen kleinen Scheiß eingebaut haben. So. Hier ist ein Typ mit Schwertern und Messern. Dann ist hier ein hässlicher. Nein. Mein Gott, die sind aber auch ganz schön hässlich. Ein hässlicher menschlicher Kopf. Kannst du mal aufhören, so blöd abzuspacken? Da ist menschlicher Kopf. Warum auch immer. Keine Ahnung.